Hallo und damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Folge von Fix It, der Handwerker-Simulator. Das sollte ich eher sagen, die Handwerkssimulation. Wie auch immer, ich grüße euch. Moin. Mir ist mal hier was aufgefallen, unter anderem dieses tolle Stück hier. Das ist im Übrigen, ist ein Baumarkt. Also ich kann hier auf den Baumarkt zugreifen und hier wird auch irgendwas angeliefert. Ich glaube, das sollte hier gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob es das letzte, also es stand jetzt auf einmal hier. What is this, sir? Also, ja, auf jeden Fall ganz cool. Nachdem wir die erste Folge ja nun schon überlebt haben, uns das Tutorial angeguckt haben und unsere ersten drei Aufträge gemacht haben mit einmal zwei Blumenköbel liefern und zweimal dementsprechend hier Fliesen wegknallen, bin ich noch hardcore gespannt, was wir jetzt hier noch insgesamt so in diesem wundervollen Spiel erleben werden. Deswegen gehen wir erstmal in die Auftragssuche mit rein und ich sehe hier Auftragsbeschreibung, der FI muss ersetzt werden. Ja, FI-Sicherungsschalter, benötigtes Werkzeug, Schraubendreher und ein FI. Das machen wir natürlich, indem wir dann einmal in den Baumarkt gehen, Elektrobedarf, und uns dort einen FI-Schalter kaufen, klarer Hase. Und jetzt ist die Frage aller Fragen, wo kriege ich den Schraubendreher her? Der muss ja auch irgendwo sein. Ich muss ja jetzt hoffentlich nicht erst zum Baumarkt fahren, um dort die Werkzeuge zu kaufen, oder? Aber es sieht mir fast so aus, ne? Es gibt ja noch den Elektrohand. Aber warte mal. Wir haben doch hier diese komische, das hier. Ah ja, wie bitteschön. Guck mal, Schraubendreher. Kostet 1900 Euro, by the way. Das ist ein Schnäpperle. Ein Schnäpperle. Okay, cool. Habe ich jetzt also hier gekauft. Cool. Spare ich mir einen Weg zu diesem wundervollen Baumarkt und somit dementsprechend auch für die wertvolle Zeit. Ich nehme den Auftrag an. Auftrag wurde angenommen, ich bin aufgeregt. Wo ist mein FI-Schalter? Mein FI-Schalter, wurde der hier nicht angeliefert? Wo ist mein FI-Schalter? Hab ich den jetzt gekauft? Benötigt, ja, also hier schlupp hier oben steht eine E-Ins, das heißt, ich hab's, ne? Weil der ist jetzt, hab ich den jetzt einfach in der Hand? Also, oder hab ich den jetzt hier im Menü, oder? Ich komme ja nur... Naja, ich fahr einfach mal los. Oh! Das ist neu. Das ist neu. Ich glaube, es gab ein Update. Okay, wir haben jetzt UI, wie schnell wir fahren. Auch im Außenbereich. Herrlich. So, sogar mit Blinker und der KI-Verkehr, den juckt es natürlich gar nicht, dass wir hier aktiv sind. Freut mir. Ne, das ist doch wirklich schön. So, gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, dieses komische Etwas da, das war in der gestrigen Folge noch nicht. Ne? Oh, jetzt sind auch Blitzer mit dabei. Bin beeindruckt. Mein Gott, da hat schon einiges getan hier. Ich glaube, vielleicht reden wir jetzt von der Final Version, ja. Wie das Ganze ankommt. Oh, hier ist eine Elektroladestation, aber ganz ehrlich, ist mir egal. Wir parken hier einfach mal. Und gehen mal hier in die Bude rein. So, der FI-Schalter soll ausgetauscht werden. Ja, es ist relativ groß. Okay, dann halten wir das mal hier. Ziehen wir mal hier die Sicherung raus. Das ist der FI, genau. Okay, jetzt brauche ich hier. Ah, herrlich. Wähle das nächste Werkzeug aus Hand. Ja, wie Hand? Ja, nu? Was denn, nu Hand? Wähle zunächst das richtige Werkzeug aus. Hand. Ja, hab ich Hand. Und was denn jetzt Hand? Hä? Ich hab hier keine Maus. Also, ich sehe ja nichts, was ich hier mache. Hallo? Hand, ja, Hand. Und was denn jetzt Hand? Hallo? Wähle zunächst das richtige Werkzeug aus. Ja, jetzt habe ich die Hand ausgewählt. Und du? Ich kann nichts machen. Hier blinkt aber auch nichts. Aber ich sehe ja, also, hey, warte mal. Ich kann ja noch mit der linken Maustaste drücken. Ich kann hier, warte mal, WQ, hä? Ja, Hand, cool. Was Hand?
Ich komme ja hier nicht mal mehr aus. Oh, nervt gar nicht, Digga. Aktuellen Auftrag einsehen, Pause, Arbeitsbereich anzeigen, Spieler steuern, rennen, hocken, rennen, Karte umschalten, Spieler steuern, Karte zoomen, Objekt drehen, Interaktion, Werkzeugauswahl, Kamera drehen, Warnblinklicht, Kameradistanz, Blinker links, Blinker, sind das jetzt zwei unterschiedliche Dinge? Egal, aha. Hand, ja. Aber ich kann hier auch nichts mit dem Mausrad machen. Ach doch, guck an. Ja, logisch. Naja, mal schön, wenn wir das, ja. Okay, cool. Wir haben nichts gesagt. Ich gehe in die Hand, halte die linke Maustaste gedrückt. Krass, Digga. Gut, ich dachte schon, wir haben hier einen Gamebreaker. Aber naja, gut. Und jetzt nach rechts weg. Wahnsinn. Und immer wieder ins Menü reingehen. Also immer wieder hier und dann zack. Wahnsinn. Und wieder umschalten. Und wieder machen. Und wieder tun. Und wieder machen. Und wieder die Hand. Und weg mit dir. Sehr gut. Und das Ganze natürlich nochmal rückwärts. Versteht sich, weil wir müssen ja den FI-Schalter auch wieder einbauen. Neuer FI-Schalter. Okay, immer. Zack. Und wieder rein drin. Und das nächste Kabel. Und zack. Und wieder rein drin. Und wieder Kabel rein und wieder rein drin. Und wieder umschalten. Zack. Und wieder rein drin. Großartig. Großartig. Und da kommt das nächste Kabel. Und wieder rein drin. Sehr schön. Herrlich. Herrlich. Muss man ja sagen. Zack. Und rein drin. Und. Ne, halt. Wir brauchen die Hand. Genau. Zack. Und rein drin. Und wir drehen. Nein. Erstmal wieder auf die Hand, Entschuldigung. Auf die Hand und rein drin. Jawohl. FI-Schalter ist wieder drin. Kamerafahrt. Zack. Zack. Dann rein drin. Auftrag wurde erfolgreich beendet. 1260 Mark. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich finde es auch jetzt gut auch. Die Wohnung ist eingerichtet, die anderen Wohnungen waren gar nicht eingerichtet. Vielleicht war das auch noch gar nicht so der. Vielleicht war das auch gar nicht so gewollt. Komme ich hier wieder raus? Okay. Spielstand wurde gespeichert. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So. Dann steigen wir wieder ein. Ach nee, gucke an. Ich wusste doch nicht mehr, was die F8-Taste war. Dafür war die F8-Taste. Ich konnte das ein- und ausblenden. Ja. Schau an. Vielleicht gab es noch kein Patch. Ich weiß es gar nicht. Naja, gut. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Mit F8 kann man das Ganze ein- und ausschalten. Und ganz ehrlich, wir können es auch ausgeschaltet lassen. Vielleicht waren die Blitzer auch schon die ganze Zeit da. Ich bin auch noch nie durch diese Blitzer-Dinger gefahren. Kann auch sein. Ich muss noch mal bei Steam gucken, ob es ein Update gab. Aber dieses etwas hier rechts, das habe ich nicht gesehen. Kann aber sein, dass es beim letzten Mal auch schon da war. Also der letzten Folge. Also heißt dementsprechend gestern. So, anhalten. Dankeschön. So, dann gehen wir wieder in unseren wundervollen Laden rein. Gehen wieder in die Auftragssuche. Wir können sogar nochmal ein FI ersetzen und 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 nochmal ein FI ersetzen. Ah ja, gut. Auf jeden Fall sehr viel Abwechslung. Mit Malen haben wir es noch nicht so wirklich, ne? Und hier gibt es leider auch nichts Neues. Achso, das ist ein Non-Filter, verstehe. Wir haben momentan schlicht und ergreifend einfach nur FI-Filter, FI-Schalter setzen, oder wie? Ist ein bisschen arg langweilig, würde ich mal behaupten. Aber Auftrag wurde erfolgreich angenommen. Nehmen wir. Jetzt ist nur die Frage, die sich mir stellt, ne? Ich habe jetzt einen FI-Schalter. Also ich kaufe jetzt einfach mal noch einen. Ich weiß ja nicht, ob ich den doppelt oder dreifach kaufen muss. Weil, wie gesagt, er erscheint ja hier offiziell nicht. Gucken wir einfach mal. Huch, was war denn das? Gerade die Dinger sind neu nachgeladen hier. Naja, wir fahren einfach mal. Was haben wir denn eigentlich so? Wisst ihr, schlimm, die eine Anzeige ist noch sinnvoll für einen Sprit. Ich glaube, unser Sprit geht bald aus. Das wird wohl eher so ein bisschen das Problem sein, weil die Spritanzeige tendiert gegen Zero.
Vielleicht sollten wir erstmal tanken. Ich kann ja hier in der Karte rein und rausziehen. Wo war denn hier die Tankstelle? Die war hier unten. Okay. Dann fahren wir erstmal tanken. Bevor unser der Sprit ausgeht. Ich glaube, da muss ich genau den nächsten Hart. Und nochmal 30 Euro kassiert. Ey, Wahnsinn. Gut, dann machen wir das mal. Dein Fahrzeug ist leer geblieben. Du musstest abgeschleppt werden und das hat 100 Euro gekostet. Oh ja, schön, schön. Wie Dankeschön hier. Hallo? Warum komme ich jetzt nicht mehr ins Kfz? Wie starte ich den Tankvorgang? Also ich komme nicht mehr ins Kfz rein. Finde ich gut. Aber tanken kann ich ja hier. Hä? Warte mal, hier wird es doch bestimmt einen Tank. Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es einen Tankdeckel, aber den kann ich nicht öffnen. Ich glaube, das hat das Spiel gerade nicht so verkraftet. Warte mal, ich speichere mal kurz. Beende mal kurz das Spiel. Na, wir gehen kurz ins Hauptmenü rein, ganz klar. Und gehen wieder aufs Spiel fortsetzen. Vielleicht hat das Spiel das gerade nicht verkraftet, dass das Auto da geportet worden ist. Kann ja passieren. Kann ja passieren. So, moin. Ah ja. Sehr gut. Wir fahren Super Hitchcar. Nee. Ach so, ja. Ja, ach so, ein Ding ist das, okay. Was haben wir denn jetzt hier genommen? Diesel? Fahren wir mit Diesel? Sicher? Stahl wir fahren? Ja, gut, dann wird schon hinhauen, ne? Ah, schön. Guck mal, wie das hier weggeht. So. Großartig. Großartig. Sehr schön. Und dann sind wir wieder vollgetankt. Sehr gut, sehr gut. Hab ich jetzt noch... Moment. Ach, den Auftrag hat er dann erfolgreich abgebrochen. Okay. Cool. Cool. Find ich jetzt gar nicht mal so nett. So. Wo muss ich denn hin? Rechts, rechts. Wo? Oh, naja, dann... fahren wir mal wieder in die Stadt. Nein. Diesel 1,02 Euro, das waren noch Preise, du. Jo, sehr gut. Aber auch beim letzten Mal hatte doch der KI-Verkehr keine Colli, ne? Jetzt hat er Colli. Hm. Fand ich ohne Colli schon besser. Da wirst du wenigstens nicht wie beim LS so, ich nenn's mal weggeboxt. Aber egal. Gut, dann fahren wir halt mal wieder zurück zum... Vielleicht haben wir jetzt auch neue Aufträge und nicht nur FI-Schalter wechseln. Das wäre wie ein bisschen schön. So, guck mal hier, ich blink sogar. Und dann kommen wir dementsprechend hier. Nein, sehr gut. Gehen wir wieder in unser Laden. Moin, moin. So, dann lass mal gucken. Auftrag. Ne, wir können FI-Schalter wechseln und machen kurz einen Filter raus. FI-Schalter wechseln, FI-Schalter. Wir können nur FI-Schalter wechseln. Das ist großartig. Na, dann nehme ich den bitte mit dem höchsten Ertrag. Und das sind 1360 Euro. Auftrag wurde angenommen. Freut mich. Habe ich einen FI-Schalter? Ich gehe mal davon aus, dass ich einen FI-Schalter habe, oder? Ich weiß es auch nicht. Es wird ja nur zwei angezeigt. Habe ich das im Lager? In der Lager habe ich nichts. Elektrobedarf, FI-Schalter, 50 Euro. Sehr gut. Hab ich da jetzt was im Lager? Ne, hab ich was in der Anlieferrampe? Hab ich auch nichts. Egal. Gut, dann fahren wir einfach dorthin und lassen uns mal überraschen. Ist ja eh gleich wieder hier in der Ecke. So, komm, fahr durch. Wunderschöner Kreisverkehr. Da müssen wir dann immer hier rein. So. Ich mal hier wieder raus, fahren hier wieder rein und dann geht es hier nicht weiter, obwohl das hier so aussieht. Sehr schön. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier hinten rum rein
Ach nee, warte mal, das ist da hinten in der Kaffstraße. Ach Gott, das wird halt ein Kreisverkehr. Warten hineingeblinkt. Das machen wir nicht. Aber wir blinken raus. Ja, wenn der Blinker gehen würde. So. Nee, wir müssen die Straße hier noch eins weiter vor. Sehr schön. Auch bekannt als Sackgasse. Und ah, guck mal, da hinten ist es doch. So. Ah ja, stimmt. Mittlere Maustaste gedrückt halten und dann geht der Warnblinker an. Das ist doch top. Why not, why not? So, anhalten bitte. Der Warnblinker bleibt natürlich nicht an, wenn ich aussteige. Warum auch? Und, ja, schön, 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 schön. Ja, ne, die Buden scheinen jetzt eingerichtet zu sein. Also irgendwas muss ich getan haben. Weil vorher waren die Buden ja wirklich leer. Kann aber sein, dass die Buden in den einen Aufträgen leer sind, in den anderen voll. Man weiß es ja bekanntermaßen nicht. Ah ne, guck mal hier, wähle das Montageobjekt aus. Ah ne, ja gut. Ich guck mal, jetzt hab ich noch einen FI-Schalter, hab ich generell mit dabei. Das ist doch wie ein bisschen schön. Und jetzt geht der ganze Heckmeck hier wieder von vorne los. Und ich kann mich vor Begeisterung dementsprechend auch kaum halten. Sehr aufregend. So, ne, dann machen wir das. Dann machen wir das hin und her und hin und her. Aber also, ja, ich glaube, es ist sogar, ich hätte es nicht geglaubt, das ist ein Spiel, da muss man ein bisschen offline grinden. Denn ich möchte euch ja mal alle Aufträge hier prinzipiell zeigen, bevor wir das Spiel dann dementsprechend ganz schnell wieder in die Ecke legen. Und ich weiß nicht, wann die Aufträge kommen. Also wir hatten bis jetzt so Blumenkübel liefern. Und jetzt haben wir erstmal 4 oder 10 Mal hier FI-Schalter austauschen. Ist halt, ne, oder? Why not? So. Why not, why not? So, zack rein. Ah, da muss man immer ein bisschen evaluieren, was wo wie zur Verfügung steht. Ich meine, an Geld scheitert es bekannter. Hoppala. Entschuldigung, liebes Spiel. An Geld scheitert es ja bekanntermaßen nicht. Wir haben 8.790 Euro. Ne? Trotz all dem, dass wir jetzt schon mal geblitzt worden sind und wir haben schon mal vollgetankt. Mhm. So ist es ja nett. Sehr schön. Dann geht das wieder rein. Sehr gut. Auftrag erledigt. Dankeschön. Spielstand wurde gespeichert. Ganz wichtig. Und es geht wieder zurück. Der Warnblinker geht sogar. Ja, okay. Da geht dann einfach. Also, ja. Warum Warnblinker, wenn er nicht anbleibt? Bringt doch nichts. Ich meine, gut, bringt generell nichts. Das sind ja im Singleplayer. Wen soll den Warnblinker jemanden interessieren? Aber trotzdem. So, oh, halt, stopp. Gut, wir können. Oh, was ist denn mit der Maus los? Habe ich das nicht schon runtergestellt oder hat sich das wieder hochgestellt? Ne, ich habe die schon runtergestellt, wie gesagt. Na gut. Da, da, da. Und wieder durch den Kreisverkehr. Current Level. Oh, guck mal, wir sind Current Level 2. Wir haben 5 Jobs erledigt. 10 Jobs stehen aktuell an der Jobbörse zur Auswahl. Das ist wie ein bisschen schön. Boah, kommt sie rüber, ja. Ach, herrlich, herrlich. So, gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen was Aufregenderes gibt. Moin. Auftragssuche. Mal kurz hier Filter raus, danke. FI-Schalter, 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 FI-Schalter. Okay, wir können überall auf dieser kompletten Dings können wir FI-Schalter wechseln. Ich find's cool. Nix mit Blumen, nix mit Dings, nix mit irgendwas hier. FI-Schalter. Wechsel doch mal einen FI-Schalter. Randy, hast du denn heute... Kannst du mir mal bitte zeigen, wie du den FI-Schalter wechselst? Komm. Einen FI-Schalter hab ich ja noch in der Tasche. Marsch noch für euch. Halt. Das Ding ist hier hinten. Machen wir gleich so, ja. Ich finde es aber schon mal gut, dass sie, wie gesagt, das autonome Fahren hier mit eingeführt haben. Das ist nämlich bekanntermaßen neben Elektromobilität ja die Zukunft. Ah, so, moin, ich soll einen FI-Schalter wechseln. Na, immer, ja, immerhin haben die Räume schon mal ein bisschen, ich sag mal, Individualität. Die sehen nicht alle gleich aus. So, wo ist denn hier der FI-Schalter? Was denn? Unten oder was? Okay, geht nicht. Ja. Gut, NFI-Schalter hab ich noch.
Dann machen wir halt das gleiche nochmal, weil wir es ja noch nicht hatten. Es ist rührend, ja. Muss man wirklich sagen. Ich habe ja in der ersten Folge gesagt, es kommen so ein paar Nostalgie-Vibes auf. Und ehrlicherweise gesagt, stimmt. Also, scheiß mal auf Grafik. Also ganz ehrlich, ja, eine gute Simulation braucht nicht immer eine krasse Grafik. Das ist ja Unity Engine, hast du alles nicht gesehen. Ich weiß, mit Unity kann man auch mehr rausholen wie das hier, ohne Frage. Aber ne, wenn es eine gute Simulation ist, braucht es nicht immer eine übelst krasse Grafik. Ne? Aber so, ich sag mal so, das, der Spielflow halt her, ne? der ist noch wie, ne, wie früher. Ne? Das ist alles irgendwie nicht flüssig. Das ist alles ein bisschen altbackend hier. Ich meine, House Flipper ist jetzt auch nicht die Innovation schlechthin, davon mal abgesehen. Ne? Also House Flipper 1 und House Flipper 2. Ne? Aber die hatten so eine verspielte Grafik, diese Comic-Grafik da und alles. Ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei House Flipper 2 hattest du noch mehr. Wie soll man sagen? Konntest du dich noch irgendwie kreativ mehr austoben? Und hattest zwar auch manchmal solche elendischen, ewigen Passagen wie hier sauber oder aufräumen oder irgendwie sowas, also sauber machen, aufräumen sind, Dönsraten oder Schruppen und so ein Schnulli, ne? Das steht ja alles außer Frage, ne? Aber das war immer noch irgendwie, ich nenne es mal, spannender, als jetzt hier einen dritten FI-Schalter zu wechseln. Und vor allen Dingen, warum kriege ich in der Ehenbude 1300 und jetzt hier nur 700 Euro? Was sind denn für eine Logik? Ich habe doch original die gleiche Aufgabe, oder ist das, weil wir ja zu nah dran sind? Ich verstehe es nicht so. Hängt das mit einem Antwortsweg zusammen? Ach, so, 6 Jobs haben wir erledigt, davon 3-mal den FI-Schalter gewechselt. Zweimal die Fliesen abgerissen und immer die Blumen geliefert. Großartig. Und es bleibt weiterhin hier bei irgendwelchen FI-Schaltern. Ey, oh, geil. Wir haben, es kommen weiterhin nur FI-Schalter. Ne? Ich wollte es ja nochmal gesagt, es kommen nur FI. Warte mal, ich kaufe jetzt mal kurz hier drüben ein Werkzeug. Guck mal hier, so einen Schraubenschlüssel kaufe ich mir mal jetzt. Und was könnte man noch kaufen? Ach komm, wir bleiben mal beim Schraubenschlüssel. Vielleicht kommen dann ja neue Aufträge. Ich weiß es ja nicht. Guck mal, wir sind jetzt schon Level 3. Großartig. Wahnsinn. Krass. Ne, es sind erstmal nur FI-Schalter. FI-Schalter, überall auf der Karte müssen irgendwelche FI-Schalter gewechselt werden. Großartig. Und wisst ihr was? Weil das so dermaßen aufregend ist, mache ich das jetzt offscreen weiter. Ihr habt erstmal für die Folge einiges gelernt, und zwar wie man FI-Schalter wechselt. Ne? Somit wird der Titel auch irgendwas mit FI-Schalter werden. Es ist großartig, ein wundervolles Meisterwerk. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, selbstverständlich. Nachdem ich die ganze Stadt mit neuen FI-Schaltern ausgestattet habe, hoffe ich doch zumindest, dass wir dann mal neue Aufträge bekommen. Vor allen Dingen das, was wir noch nie gemacht haben. Es wäre ja wie ein bitteschön. Meine Damen, meine Herren, divers, ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart. Heute ist Montag, der 3.6. Gehabt euch wohl. Bis morgen, den 4.6. Tschüssikowski. Tschüdelü.